Hey ihr beiden, was liegt denn hier für Zeug herum? Hi Moffe! Hier ist es ja furchtbar, da gehe ich lieber heim. Du hast recht, mir ist auch schon übel. Irgendwas geht hier vor. Hallo Klopsella. Hallo Muffe. Hast du schon von der neuen Gefahr gehört? Nö. Die Menschen werfen so komische, abgebrannte Stäbchen ins Meer. Da ist jede Menge Gift drin. Jetzt wird mir klar, warum es Sili und Olaf nicht gut geht. Wir müssen alle warnen. Los, lasst alles liegen und verschwindet so schnell ihr könnt. Unsere Welt ist ein richtiger Aschenbecher. 5,6 Billionen Zigaretten werden im Jahr geraucht. Davon werden 4,5 Billionen Zigaretten einfach achtlos weggeworfen. Jedes dritte Stück Müll an den Küsten sind Zigarettenstummel. Erst dann kommt Plastik. Unsere Welt besteht nicht nur aus einem Plastikkontinent, sondern es entstehen auch riesige Zigarettenkontinente. Sie gelangen über die Bäche in die Flüsse und in das Meer oder direkt ins Meer, zum Beispiel über die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen. In den Zigarettenstummeln befinden sich jede Menge an Giften, aber auch Plastikteile, die die Meeresbewohner schädigen. Wir bräuchten mehr Aschenbecher, damit die Leute die Zigarettenstummel nicht einfach in die Umwelt schnippen. Ich schalte um ins Chemielabor zu Miro, unserem Chemiker. Hallo Miro, was hast du denn schon alles rausgefunden? Hallo Lena, nun jede Menge an Giften. Ich zerlege gerade eine Kippe, wie du siehst. In einem Filter sammeln sich Giftstoffe wie Arsen und Nikotin. Aber auch Schwermetalle wie Blei, Kupfer, Chrom und Cadmium. Früher wurde Nikotin sogar als Waffe gegen Schädlinge benutzt. Nikotin ist nämlich ein Nervengift, das gegen Blattläuse verwendet wurde. Logo, dass Nikotin im Wasser für die Meeresbewohner überaus gefährlich ist. Also merkt euch, eine Kippe reicht aus, um das Leben in 1 Liter Wasser zu zerstören. Gifte landen übrigens über die Nahrungskette als Thunfischsteak oder Fischstäbchen auf euren Tellern. Danke, Miro. Das ist ja echt erschreckend. Also, was können wir tun, um unsere Umwelt vor den Kippen zu schützen? Wo schmeißen Sie denn Ihre Zigarettenkippen hin? Das hast du jetzt gerade gesehen, dass ich es hinter mir geschmissen habe. Okay. In die Wiese rein. Meistens in Aschenbecher und wenn nicht, glaube ich, sie auf und schmeißen Mülleimer. In Aschenbecher. Was würden Sie sich denn wünschen, wo Sie Ihre Zigaretten hinwerfen können? Ja, am besten in so wie hier, so Fußgängerzone, mehr Aschenbecher, öffentliche. Mehr Abfallbehälter. Sag mal so, wenn ich jetzt nach Hause laufe, dann schmeiße ich die automatisch weg. Es gibt nichts zum Reinwerfen. Was können wir denn eigentlich tun, um unsere Umwelt vor den Zigarettenkippen zu schützen? Man kann auf der einen Seite natürlich immer an die Leute appellieren, dass sie die Zigarettenkippen nicht einfach in die Landschaft schmeißen. Auf der anderen Seite könnte man Zigarettenfilter so gestalten, dass sie verrottbar sind. Das heißt, dass wenn sie wirklich jemand in die Landschaft schmeißt, dass sie genauso verrotten wie in Apfelputzen oder eine Bananenschale und sich einfach auflösen in CO2 und Wasser. Oder am besten gar nicht rauchen. Hier könnt ihr jede Menge Kohle sparen. Stellt euch vor, ihr raucht eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das sind 6 bis 7 Euro. Auf das Jahr gerechnet, circa 2000 Euro.